بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. So werden wir bi'idhnillahi ta'ala mit der Biografie unserer edler Gesandten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weiterfahren. Und wir sind jetzt, wie Imam al-Dhahabi rahimullah in seinem Buch sagte, As-Sanatu Sitta min al-Hijra, yani das Jahr 6 vom Hijra des Gesandten sallallahu alayhi wa sallam. In diesem Jahr, wie Imam al-Dhahabi rahimullah sagte, konvertierten viele Stammesführer, yani von den Führern, von den Stämmen in der arabischen Halbinsel, konvertierten ja nicht zum Islam. Und dies war der Grund, dass der Islam sich auch stark verbreitete. Und unterdessen, zu Anfang dieses Jahres, fanden einige Saraya, eine Seria, Sarayani, Expeditionen, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, in der arabischen Halbinsel und auch sogar nach Najd. Und dann kam die Ghazwatul Hudaybiyah. Einige der Gelehrten nennen es Sulh al-Hudaybiyah. Yani das Abkommen von Hudaybiyah. Und weiteren Gelehrten sagen Qissatu Hudaybiyah, die Geschichte von Hudaybiyah. Und andere Gruppe der Gelehrten sagen Umratul Hudaybiyah. Yani die Umra von Hudaybiyah. Jedoch, es kam von den Sahaba, Ridwanullahi alayhim, die nannten Ghazwatul Hudaybiyah. Yani die Sahaba sagten, dies war eine Ghazwa. Und sagten Ghazwatul Hudaybiyah. Und auch Imam al-Bukhari in seinem Buch, As-Sahih, sagte, Babun Ghazwatul Hudaybiyah. Yani Imam Bukhari rahmah, sagte, Bab, Kapitel. Was? Ghazwatul Hudaybiyah, yani der Kampf von Hudaybiyah. Die Hudaybiyah ist etwa 22 Kilometer von Mekka entfernt, auf dem Weg Richtung Jeddah, yani westlich von Mekka. Westlich von Mekka auf dem Weg nach Jeddah. 22 Kilometer. Und der Grund, wieso dieser Ort Al-Hudaybiyah genannt wurde, ist ein Wasserbrunnen, eine Wasserquelle, die dort entspringt. Und nach diesem Wasserbrunnen bzw. Quelle wurde der Ort benannt, Al-Hudaybiyah. Im Jahre 6, im Monat Dhul-Qa'da, an einem Montag, begab sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Richtung Mekka mit seinen Gefährten, und es waren zwischen 1400 und 1500. Und es kamen Riwayat, es waren 1300 und so weiter. Jedoch, was in Sahihain ist, was in Bukhari und Muslim ist, und diese Riwayat wird Vorrang gegeben, es waren ja nie mehr als 1400 und weniger als 1500. Yani, es bewegt sich die Zahl der Teilnehmer zwischen yani, 1400 und yani, bis 1500. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei der Miqat in Dhul-Hulayfa ankam, yani diejenigen, die Umrah vollzogen haben, da yani, tut man anhalten bei Dhul-Hulayfa, tut man sich vorbereiten, waschen und so weiter. Und dann zieht man sich der Ihram. Und wenn man auf der Transportmittel yani, losgeht, spricht man yani, die Talbiya. Beziehungsweise macht man die Niyya. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er kam an in Al-Hudaybiyah und yani, bereitete sich für die Umrah, denn ihre Absicht von vornherein war nicht, yani, zu kämpfen. Sie wollten schlicht und einfach wieder Umrah machen. Sie wollten die Umrah vollziehen. Und da
als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam so weit war, traf das Dhuhr-Gebet. In Dhul-Hulayfa bei der Miqat traf das Dhuhr-Gebet ein und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seinen edlen Gefährten betete das Dhuhr-Gebet bei Dhul-Hulayfa. Schon bei Dhul-Hulayfa, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schickte einen von seinen Gefährten in Mekka zu gehen, um die Akhbar, die Sachen, was vorgeht in Mekka, was die Mekkaner am Reden sind und so weiter, was sie vorhaben. Er soll hingehen und diese Sache hören und dann dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichten. Und es ist ganz normal, dass jemand, wenn ein Einzelperson, ein Reiter auf dem Tier losgeht nach Mekka, er viel schneller ankommen wird als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit 1400 Mann, die auch Frauen unter ihnen waren. Somit, dieser Sahabi ging los und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Usfan ankam, in Richtung Mekka, auf dem Weg in Usfan, und wohlverstanden, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ging nicht der gewöhnliche Weg nach Mekka hier. Sie schlugen einen Weg, der nicht zu den Wegen nach Mekka gehörte. Und dies erschwierigte noch mehr die Reise nach Mekka. Damit wollte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Konfrontation mit Khalid ibn Walid vermeiden und somit die Umrah dann schlussendlich vollziehen. Als dieser Sahabi beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam zurückkam und ihm berichtete, was die Mekkaner vorhaben und dass sie ihn verhindern werden, sie werden ihn hindern, dass er nicht Mekka betreten kann. Und sie haben schon ihre Verbündete aufgestachelt, aufgehetzt gegen den Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Denn wohl zu verstehen, dass hier ist ein Dhul-Qa'da, einen von den heiligen Monaten im Islam. Und dies war auch bei den Mushrikun. Sie haben diese Monaten schon in der Jahiliya geehrt und in diesen Monaten auch keine Kriege geführt. Die Mushrikun verkauften diese Sache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in Richtung Mekka begeben hat, ihre Verbündeten, dass der Gesandte, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten in einem heiligen Monat will das heilige Haus angreifen. Und weil man kannte es, dass die Kaaba, sie genoss eine gewaltige Position in den Herzen der Araber. Und wenn sie dies sehen bzw. erfahren, dass der Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten will die Kaaba angreifen, das wird sie noch mehr anheizen, um auf der Seite der Kurayschiten zu stehen und sie zu unterstützen, damit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verhindert wird, um die Umrah zu vollziehen. Aber er blieb da, oder? Nicht, dass ihn auch mitnimmst. Als dieser Sahabi dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Sache berichtete, was sie vorhaben, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja, eyyuhan nas, ashiru ilayya. O ihr Menschen, beratet mich. Bringt eure Vorschläge. Und Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu an, er sprach hier zu diesem Anlass und sagte, radiallahu an, dass Allah und sein Gesandter wissen es am besten, was es zu tun ist. Jedoch wir kamen hier nicht für einen Kampf. Unsere Absicht war rein, dass wir die Umrah vollziehen
und dann die Umra vollziehen und dann yani zurück nach Medina zu kehren. Und wer uns hindern will, mit dem werden wir kämpfen. Somit begaben sich die Sahaba Ridwanullah alayhi mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in Richtung Mekka. Als sie bei Hudaybiyah ankamen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und bezüglich dieser Sache, yani wegen der das Konsultieren des Gesandten sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten, sagt Abu Huraira radiallahu an: Ma ra'aytu ahadan kana akthar mushawaratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Huraira radiallahu an sagt: Ich sah niemanden, der sich mehr konsultierte mit seinen Gefährten als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten. Und dies zeigt eben, wie wir schon gesagt haben, vor etliche Unterrichte, dass es gibt ein ganzer Mann, ein halber Mann und Nichtsmann. Jemand, der ein ganzer Mann ist, ein vollständiger Mann ist, jemand, der seine eigene Ansicht hat und er konsultiert sich mit den anderen. Und jemand, der ein halber Mann ist, ist jemand, der seine eigene Ansicht hat, jedoch er konsultiert sich nicht mit den anderen. Und der dritte ist, der nicht verdient hat, Mann bezeichnet zu werden, ist, der weder seine eigene Ansicht hat, noch konsultiert er sich mit anderen Leuten. Und dies zeigt eine die Vollständigkeit unserer Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er machte dies auch yani zur Sunna für seine Umma, die später yani kommen, damit sie sich konsultieren. Nicht einfach yani auf eigene Kopf die Sachen durchziehen. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Hudaybiyah ankam, es war diese Brunnen, wie wir schon erwähnt haben, diese Wasserquelle, der austrocknete, weil als die Sahaba ankamen, da die Menge so groß war, der Anzahl der Sahaba, yani trocknete diese Wasserquelle aus. So berichteten sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er kam vor diesem Brunnen und verlangte ein Gefäß und nahm Wudu bei diesem Brunnen und man sah mit den bloßen Augen, wie das Wasser wieder sich vermehrte. Und davon tranken die Sahaba Ridwanullahi alaihim und auch ihre Reisetiere, die Kamelen und Pferde und was sie hatten auch. Und dies zeigt, wie Imam al-Dhahab rahimahullah sagt, Barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani der Segen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und auch als der Asr-Gebet eintraf, beschwerten sich die Sahaba für die Knappheit des Wassers und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam steckte seine Hand in einem Gefäß und der Sahabi, der diese Hadith überliefert, sagte, ich sah, wie zwischen den Fingern des Gesandten sallallahu alaihi wasallam das Wasser sprudelte und sich alle diese Anwesenden, über 1400, die Wudu vollzogen. All diese Wunder, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit Allahs Erlaubnis yani sie vollbrachte. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei Hudaybiyah war, er schickte zu den Qurayshiten Uthman ibn Affan radiallahu an. Er schickte ihn zu ihnen, dass er sie berichtet, dass die Muslime, sie haben nicht vor zu kämpfen. Ihre einzige yani Absicht ist, die Umra zu vollziehen und dann nach Medina zurückzukehren. Als Uthman radiallahu an hinging und er begegnete die Führungspersonen der Qurayshiten und unterdessen Abu Sufyan, sie sagten zu ihm, wenn du schon hier bist und du bist mit dem Ihram, dann mach der Tawaf, vollziehe der Tawaf. Uthman radiallahu an sagte, niemals werde ich dies tun, bis der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier kommt und er dies tut und dann wir werden es, die Tawaf vollziehen. Dann was taten die Qurayshiten? Sie nahmen Uthman radiallahu an fest.
Sie sperrten ihn ein. Jedoch die Nachricht, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in Hudaybiyah ankam, die 22 Kilometer von Mekka entfernt waren, dass Uthman radiallahu anhu getötet wurde. Kam die Nachricht, dass Uthman radiallahu anhu getötet wurde von den Qurayshiten. Und da hier kam, hier geschah Bay'atu Ridwan. Bay'atu Ridwan, yani, das yani, Treueschwur, das Treueschwur geben der Sahaba, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, tahta Shajara, unter diesem Baum in Hudaybiyah. Ibn Umar radiallahu anhu sagt, wir kamen nach ein Jahr später und nicht mal zwei von uns konnten sich einigen, wo dieser Baum ist in Hudaybiyah. Und dies ist von der Barmherzigkeit Allahs, dies ist von der Barmherzigkeit Allahs, dass dieser Baum ja nie verschwunden ist, so verloren gegangen ist, damit nicht die Menschen später kommen, um Segen zu ersuchen bei diesem Baum. Und Ibn Umar sagt, wir konnten, zwei von uns konnten sich nicht einigen. Und sie waren ein Jahr davor. Und das ist ja nicht von der Barmherzigkeit Allahs. Auf jeden Fall, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er erfuhr, dass Uthman radiallahu anhu seine Bote, weil es war Gewohnheit, yani damals und auch in der heutigen Zeit in Wirklichkeit, dass die Boten nicht getötet werden. Yani weder geschah nie, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Bote umgebracht hat. Und auf der anderen Seite geschah es nie bis jetzt. Es kommt Ghazwat al-Mu'ta, yani diese Ghazwa mit den Römern und so, dass sie diese Bote des Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgebracht haben. Bis dieser Zeitpunkt, wir sind im Jahre 6 nach der Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, geschah es nie, dass eine Bote des Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgebracht wird. Und somit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, da sie eben nicht vorhatten zu kämpfen, jedoch hier wurde der Bote, und das war Uthman radiallahu anhu, einen, yani, wie Imam al-Dhahabi rahimullah über Zayd ibn Haritha sagte, min kibaril awwalin. Yani, les awwalin min kibar, yani. Diese Betitelung hat mich so richtig gefallen. Yani sogar Awwalin und Kibar Awwalin. Yani. Und das war Uthman radiallahu anhu, ohne Zweifel von den Kibar al-Awwalin, Bruder, von den Größen der Ersten der Sahaba, die zum Islam konvertierten. Somit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verlangte von ihnen die treue Schwur. Die Sahaba, einige sagen, wie Salam ibn Aqwa radiallahu anhu, dass dieser treue Schwur war auf dem Tod. Mit dem Tod. Sie gaben dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam der Treuschwur mit dem Tod. Anderen sagten, nicht zu fliehen. Dass sie nicht fliehen. Und andere wiederum sagten, yani, die Treuschwur sabr zu machen. Sich zu gedulden. Doch in Wirklichkeit, alle diese Sachen, yani, sie haben keine Unstimmigkeit unter sich einander. Diese Sache, yani, man flieht es nicht. Und man geduldet sich auf dem Feld. Auch wenn es der Tod eintreffen sollte. Es gibt keine Widerspruch in dieser Sache. Und der Erste, der diese Bay'a dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, war Abu Sinan Abdullah al-Asadi. Abu Sinan Abdullah al-Asadi war der Erste, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die treue Schwur leistete. Unter diesem Baum bei Hudaybiyah. Und Uthman radiallahu an war ja schließlich eingesperrt, beziehungsweise die Muslime dachten, dass er getötet wurde. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nahm seine eine Hand von ihm und legte in seine andere Hand und sagte, das ist die Hand von Uthman, yani, und das ist eine gewaltige Ehre für Uthman radiallahu an, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies für ihn machte. Seine gewaltige Ehre für Uthman radiallahu an. Und ein Munafiq hielt sich fern von der Bay'a. Ja, ein Munafiq hielt sich fern. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiqi barakallah. Er hielt sich fern. Ein Munafiq hielt sich fern von der Bay'a. Bezüglich yani, der Bay'atu Ridwan,
Allah offenbarte der folgende Vers. Allah Ta'ala sagt, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah Ta'ala sagt, Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, die dir die Treue schwur unter dem Baum leisteten. So wusste Allah, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ, Allah wusste, was in ihre Herzen ist. So sendete er ab, yani die Ruhe, die Geborgenheit auf ihre Herzen und belohnte sie mit einer nahe Öffnung. In Fethan Qariba. Qariba, yani das ist die Öffnung von Mekka, meine Lieben. Denn die Hudaybiyah, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah, von den Fawaid der Sulh al-Hudaybiyah, der jetzt kommen wird, von den Fawaid dieses Sulh, dieses Abkommen mit den Mushrikun von Quraysh, ist die Einleitung für die Öffnung von Mekka im Jahre 8 dann. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch er sagte, der Gesandte, und das ist Shahada vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu denen yani die Bay'at Ridwan leisteten, أنتم خير أهل الأرض لا يدخل النار من أصحاب الشجرة إن شاء الله. In der Gesandte Rasulullah sagt, ihr seid die Besten auf der Erdoberfläche. Und niemand wird von der Leute des Baums, yani die dort in die Treuschwur leisteten, niemand wird, so Allah es will, das Feuer betreten. Das ist, wie Sheikh Arafat Hafidahullah sagt, das ist das Bezeugnis des Gesandten Rasulullah sallam, min ahli Jannah, dass diese Leute sind von den Leuten des Paradieses. Sein Bezeugnis vom Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und wir kommen zum Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu an, als diese Sache mit dem Brief geschah, bei der Eröffnung von Mekka, als Umar radiallahu an sagte, lass mich, ja Rasulallah, sein Nacken yani, abhauen. Der Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, er hat teilgenommen bei Badr, und war auch, leistete der Treueschwur in Hudaybiyah. Yani diese Sachen hatten gewaltige Position beim Gesandter sallallahu alaihi wasallam und unter den Muslimen. Yani Badr und auch hier diese Treueschwur, Bay'atu Ridwan. Während der Gesandter sallallahu alaihi wasallam in dieser Situation war und sich am Vorbereiten war, yani in den Kampf zu ziehen, weil sie haben ja die Boote, der Boote des Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgebracht, Uthman radiallahu anhu, kam die Nachricht, dass Uthman radiallahu anhu nicht getötet wurde, sondern er wurde von den Qurayshiten festgenommen. Hier fingen an, die Botenseite der Qurayshiten zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu kommen. Die ersten von ihnen war einer von den Männern der Stamm Khuza'a. Dieser Stamm Khuza'a, er stand nahe zum Stamm Beni Hashim, auch in der Zeit der Jahiliyyah. Und nachdem die Offenbarung zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sie waren nicht yani, feindlich gesonnen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Khuza'a. Dieser Stamm Khuza'a wird eine große Rolle spielen bei der Eröffnung von Mekka. Weil aufgrund dieser Stamm und ein anderer Stamm, Beni Bakr, die unter den Qurayshiten waren, geschah ja nicht, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dann sich nach Mekka begab und dann schlussendlich die Öffnung passierte. Als dieser Mann ankam zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, er wollte wissen, yani was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vorhat. Was sind seine Pläne? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erzählte ihm das, was eigentlich ihnen Uthman radiallahu anhu berichtete, dass die Muslime keinerlei Interesse haben zu kämpfen, vielmehr ihr Interesse ist, dass sie die Umrah vollziehen und dann wieder zurück nach Medina kehren. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass die Qurayshiten, sie haben in Wirklichkeit Schwäche und Schaden durch die Kämpfe erlitten. Er empfand mit ihnen Mitleid sogar. Und deswegen, er hatte keinerlei Absichten, sie anzugreifen.
Vielmehr wollte der Gesandte mit seiner Gefährten die Umrah vollziehen. Das heißt, sie haben Schwäche und Schaden erlitten durch die Kämpfe. Dieser Mann von diesem Stamm Khuza'a, er ging zurück zu den Qurayshiten und sagten, wir haben von diesem Mann Wörter gehört, eine Aussagen. Wollt ihr sie hören? Einigen von den Unvernünftigen, Leute des Unfug, sagten, wir haben kein Bedürfnis nach seinen Aussagen. Wir wollen nicht mal wissen, was er dir erzählt hat und gesagt hat. Jedoch die Leute, die Führungspositionen hatten unter den Qurayshiten, beziehungsweise ihre Elite sozusagen, die sagten, erzählt uns. Erzählt, was er euch gesagt hat. Als ihnen erzählt wurde, dass der Gesandte eben keinerlei Interesse hat, gegen sie zu kämpfen, vielmehr will er die Umrah mit seinen Gefährten vollziehen und dann zurück nach Medina. Jedoch, sie wendeten sich ab von ihm, von diesem Mann, von Khuza'a. Sie wendeten sich von ihm ab und sagten die Qurayshiten, du neigst zu Muhammad, ende temilu ila Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, du neigst zu ihm, du favorisierst, du befürwortest seine Position sozusagen, seine Absichten. So haben sie sich von ihm abgewendet. Dann eine von ihnen, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, der auch eine große Position unter ihnen genoss, unter den Qurayshiten. Er sagte zu ihnen, in Wirklichkeit, weil er hörte sich diese Wörter von diesem Mann, in Wirklichkeit, dieser Mann hat euch einen vernünftigen Plan vorgeschlagen. So nimmt es an. Jedoch, lasst mich auch bei ihm hingehen und ich will mich mit ihm treffen. Sie sagten, gut, geh hin. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, der später Sahabi wurde, radiallahu an, der zum Islam konvertierte. Als Herr hinkam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte dieselbe Wörter, wie damals eigentlich Uthman radiallahu an und später zu diesem Mann von Khuza'a, dass sie keinerlei Interesse haben zu kämpfen. Ihre Absicht ist rein, einfach die Umrah zu vollziehen und dann zurück nach Medina. Urwa ibn Mas'ud radiallahu an, jedes Mal, wenn er mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sprach, fasste sein Bart an, streichelte das Bart des Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er streichelte sie. Denn diese Art der Streichelung, er wollte ihn bitten, geh zurück nach Medina. Denn die Qurayshiten, meine Lieben, sie wollten nicht, dass es gesagt wird unter den Arabern, weil es der Druck seitens Muhammad sallallahu alaihi wasallam groß war, die Qurayshiten haben nachgegeben. Die wollten nicht ihre Ehre verlieren, ihr Gesicht, Bruder. Und das ging ihnen. So streichelte er das Bart unserer edler Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughira radiallahu an, der die Wache hielt hier, jedes Mal erschlug ihm seine Hand, sagte, achir yedek an lihyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Achir yedek, nimm sie zurück, nimm deine Hand zurück vom Bart des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, er sagte, ja Muhammad, man hatha? O Muhammad, wer ist dieser? Dann sagte er, Mughira ibn Shu'aba, als er erfuhr, dieser Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, als er erfuhr, dass dieser Mughira ist, radiallahu an, er sprach ihm einige Wörter, dass er so die Sachen, die guten Sachen mit ihm vergessen hat. Wieso? Weil Mughira radiallahu an in seiner vorislamischen Zeit hat einige Menschen getötet. Hat sie getötet und dann ist er geflohen. Und dieser Mann, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, bezahlte sein Blutgeld. Das ist eine gewaltige, gute Sache, die er für ihn tat. Und dann kommt er zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und schlägt darin, Imam al-Dhahab sagt, mit der Seite des Schwertes, nicht der Schwert da, wo es scharf ist,
mit der anderen, yani, wie nennt sie? Mit der Schwertfläche, ja. Er schlug ihm auf seine Hand und sagte, ach, hier, Jedek, yani, nimm deine Hand zurück. Vom Bart des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und dies zeigt, meine Lieben, yani, die Liebe zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Dass die Sahaba, sie wollten, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gar nichts geschieht. Und sogar, auch wenn es ging um ihre liebsten und nächsten Menschen, die jetzt der Beispiel, er war sein Onkelbruder, sein Onkel war, dieser Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, der später nicht zum Islam konvertiert ist, radiallahu an. Als Urwa yani, mit dem Gespräch mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu Ende war, hier begann Urwa die Sahaba sich anzugucken. Yani, diese Männer. Yani, er schaute sich an, diese Männer. Und yani, es waren nicht nur die Kureschiten unter ihnen, es waren verschiedene Araber, die später bei der Öffnung von Mekka wird zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, yani, du hast diese Männer für uns ersetzt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wird sagen, nein, ihr habt mich vertrieben. Jedoch Allah yani, machte diese Männer näher zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als seine eigene Stamm, der er unter ihnen war und sie haben ihn vertrieben und bekämpft. Urwa ibn Mas'ud, der schon Kaiser und Kisra und Najashi getroffen hat, yani die Herrscher der Erde in damaliger Zeit, Urwa ibn Mas'ud, schaut sich an die Sahaba. Es war für ihn atemberaubend. Er war, Bruder, so weggefegt, sagt man so oder nicht? Es hat. Er war paff, barakallaufig. Yani, er war erstaunt. Er sagte später zu den Kureschiten, ich war bei Könige, Kaiser und Kisra und Najashi. Jedoch bei keinem habe ich gesehen, dass sie so umgegangen sind mit ihren Leuten, wie die Gefährten von Mohammed bin Mohammed. Niemals geschah, dass er seine Speichel herausbringen wollte, außer sie empfingen seine Speichel mit seinen Händen. Sie ersuchten dadurch Baraka. Und er wollte sich niemals waschen, außer jeder wetteiferte, um ihm dieses Wasser einzuschenken. Und er sprach nie, außer sie dämmten ihre Stimme ein. Und niemand schaute ihn in die Augen aus Respekt. Yani, das sah er so ein Anstand, Bruder, niemals bei keinem der Könige der Dunya in damaliger Zeit. Außer bei den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und dies machte auch Angst der Kureschiten, wie Sheikh Rafat Hafizahullah sagt. Denn auch dieser Mann von Khuza'a und auch Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi und weitere, die kommen werden, jedes Mal, wenn sie zurückgingen zu den Kureschiten, sie waren erstaunt über die Position des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, in den Herzen der Sahaba. Sie hatten niemals gedacht und erträumt, dass die Sache so weit kommen wird. Aber diese Sache ist nicht von einem Menschen erdacht. Denn wenn dieser Iman sich einnistet im Herzen, mein Lieber, dann können nicht die Könige der Dunya entnesten. Denn wie Ammar ibn Yasir, diese Sache, dass sie ihn yani, erzwungen haben, war nur yani, diese oberflächliche Wörter. Jedoch, was in seinem Herz war, hatten sie keine Ermächtigung. Denn Al-Qulub, alladhi yamliquha, wa yatasarraf biha, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der diese Herzen besitzt und sie verwaltet, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand sonst. Absolut niemand sonst. So, yani, als der Urwa ibn Mas'ud yani, diese Anstand der Sahaba mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sah, er kam zurück zu seinen Leuten der Qurayshiten und sagte, ich war bei denen und dem und dem und dem. Sowas habe ich nie gesehen, nie erlebt. Somit, dieser Mann hat euch einen vernünftigen Plan vorgeschlagen, so nimmt es an. So nimmt es an. All dies führte dazu, dass die Furcht in die Herzen der Qurayshiten größer war. Und wohl zu verstehen, dass hier, wie Sheikh Salih al-Fuzan, Hafidahullah, sagt,
die Kuffar, die Mushrikun, sie hatten bei Hudaybiyah nicht genügend Kraft, um gegen die Muslime zu kämpfen. Die Muslime waren 1400. Sie haben damals Badr mit 314 gewonnen. Denn wie Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu sagt, wir kämpfen nicht mit der Anzahl. Wir kämpfen nicht mit der Anzahl. Und nicht mit Madda, an Vorbereitung, was sie haben, Ausrüstung. Dann, am Schluss, als letzter Mann, entschieden sich die Qurayshiten, einen Mann zu schicken. Und dies war ihre Andeutung, dass sie eine Sulh wollen. Dass sie einen Friedensvertrag abschließen wollen. Und dieser Mann war Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, der auch bei der Eröffnung von Mekka Sahabi geworden ist. Zum Islam konvertiert, radiallahu an. Als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ihn sah, wie er gekommen ist, Suhail ibn Amr, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, atsahula lakum min amrikum. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل بأسماء إير جنوسنا يتفاعل بالأسماء نعم سهيل قد سهل لكم أمركم در نام zeigt hat Verbindung mit der Sache kam Suhail die Angelegenheit wurde euch leicht gemacht die Angelegenheit hat sich vereinfacht. Das hat er auch in das Yetafa'al. Guckst du inshallah, barakallahu fik. Auch für später, dass wir wissen. Yetafa'al, dass wir genau diese Ausdrücke bzw. eine Erklärung dafür finden. Reagieren. Nein. Yetafa'al, wir suchen inshallah, bismillah, und zur Gegebenheit werden wir das erwähnen. Auf jeden Fall, als dieser Suhail ibn Amr ankam, und dies war schon eine Anzeichen der Qurayshiten, wir wollen eine Sulh abschließen. Suhail sagte zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, lass uns ein Abkommen abschließen zwischen uns und dir. Und dies zeigte, dass die Qurayshiten, die Mekkaner, hier das Land der Muslime, Medina, als Land anerkennen. Sonst, wenn sie keinerlei Macht haben, keinerlei Wert haben, sollen sie mit ihnen einen Vertrag abschließen? Mhm. Versteht ihr? Schaut, wie sie die Sache sich geändert hat. Dann der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, er ging auch diese Sache, dieses Verlangen von ihnen nach. Nämlich, dass sie einen Vertrag abschließen. Obwohl, und hier ist diese Faida, dass nicht der Vertrag nur dann abgeschlossen wird, wenn die Muslime in Schwäche sind. Denn hier waren sie überlegen. Wie Sheikh Saleh sagt, Hafizahullah. Von den Weisheiten dessen lernen wir die Biografie, dass wir so eine Fawaid davon ziehen. Als der Schreiber, und das war Ali radiallahu an, festgelegt war, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, uktub bismillahirrahmanirrahim. Schreib dir Ali im Namen Allahs, des Allerbarmen, des Barmherzigen. Faqala Suhail, amma ar-Rahman, fa wallahi ma adri ma huwa. Suhail, dieser Mushrik, zu dieser Zeit sagte, was angeht ar-Rahman, das ist der Name Allahs. Fa ma adri ma huwa. Ich weiß nicht, was es ist. Und sie verleugneten. Die Sahaba sagten, bei Allah, wir werden es nicht schreiben, außer Bismillahirrahmanirrahim. Suhail sagte, nein, schreib, uktub yani, Bismika Allahumma. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, zum Ali, radiallahu anhu, schreib, Bismika Allahumma. Und lass es sein, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Und hier sollte man sich Gedanken machen, wie werden heute die durchgeknallten Khawarij urteilen mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und nur weil sich der König von Saudi-Arabien mit dem amerikanischen Präsidenten trifft und Wasser trinkt oder Mineralwasser mit ihm trinkt, sagen, er hat Wein getrunken. Schau diese Unterstellungen, diese Lügen, die sie bringen. Und bezeichnen ihn und, und. Schau, das ist der Gesandte Allahs. Er sagt, lass es sein, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Stell dir vor, kommt jetzt der König von Saudi-Arabien und macht einen Vertrag und dann öffentlich sagt dem Präsident von Amerika, gut, willst du nicht Ar-Rahman, Ar-Rahim lassen wir sein? Was werden die Khawarij sagen? Kafir, Murtad, Tahud, verkauft, Spion, Diener des amerikanischen Volk und keine Ahnung was. Oder? So denken sie, das ist ihre Denkweise, was wir gesehen haben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, Uktub, bismik Allahumma. Dann sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiter. Dann sagt der Prophet, das ist, yani schreib Ali, bismik Allahumma, das ist, was Muhammad, der Gesandte Allahs, vorsieht. Vorsieht er nicht, um diese Abkommen zu machen. Suhail sagte, nein, das geht nicht. Würden wir dich akzeptieren als Gesandter Allahs, wir hätten dich gar nicht gehindert, Mekka zu betreten. Und wir hätten keine Kämpfe mit dir gemacht. Wir kennen dich, Muhammad ibn Abdullah. Ali radiallahu anh hat schon geschrieben, Muhammad Rasulullah. Und er wollte es nicht wegradieren. Es wird überliefert sogar, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wurde ihm gezeigt, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam konnte nicht lesen und schreiben. Wurde ihm gezeigt, wo es dies geschrieben war, Rasulullah, und hat ja nicht ausradiert. Die Khawarij damals urteilten den Ali radiallahu anhu für Kafir, weil er sich der Titel Emirul Mu'minin weggenommen hat, als Ibn Abbas in Jurf gegangen ist, bei ihnen zu debattieren. Einer von den Argumenten, die sie brachten, Ali radiallahu anhu hat sich der Titel Emirul Mu'minin weggenommen, also ist er Emirul Kafirin. Schau diese Logik, diese kaputte, durchgeknallte Logik, Bruder. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er nimmt sich weg, Rasulullah. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm, wahrlich, das ist die Wörter des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, übersetzt, wahrlich, ich bin gewiss der Gesandte Allahs, auch wenn ihr mich verleugnet. Und diese Sache schadet mir nicht, ob jetzt in diesem Blatt geschrieben wird oder nicht. Ich bin wahrlich der Gesandte Allahs. Auch wenn ihr mich, yani, verleugnet. Das ist wie eine Schauka, yani, in den Kehlen der Khawarij, Bruder, diese Abkommen des Hudaybiya, Bruder. Weil das ist die Grundlage zum Abkommen mit den yani, Kuffar. Grundlage, Bruder. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt im Schreiben Muhammad ibn Abdullah, dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zum Suhail, sagte zu ihm, lasst, denn ihr macht den Weg frei, das, zwischen uns und die Kaaba, dass wir die Umrah vollziehen und dann nach Hause zurückgehen nach Medina. Suhail sagte nein. Und schaut, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war ihnen überlegen mit Stärke. Und sie waren schon 20 Kilometer etwa vor Mekka, Bruder, mit Ihram. Mit ihren yani, Opfertieren, die sie vollbringen wollen für Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, wenn würde man nach Emotionen gehen, sagen, ja, wir müssen rein und so. Jedoch, wir sehen dann, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Suhail sagte, nein, wir wollen nicht, dass die Araber dann sagen, aufgrund der großen Druck von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben die Kurayschiten nachgelassen und haben ihm den Weg freigemacht. Jedoch, euch steht nächstes Jahr vollständig zur Verfügung. Ja, in 3 Tagen. 3 Tage nächstes Jahr. In dieser Zeit dürft ihr Mekka betreten. Und von der Voraussetzung, dass ihr Mekka betritt, dass ihr keine Waffen trägt. Und dann diese Suhail hatte noch weitere, yani, wie bitte? Anforderungen. Anforderungen, Barakallahu fik.
Das ist die richtige Bezeichnung. Weitere Anforderungen. Und diese Anforderungen waren auch sehr schwer für die Sahaba Ridwanullahi alayhim. Dieser Suhail sagt in dieser Anforderung: Niemand kommt zu dir, Mohammed, von unserer Seite von Mekka, auch wenn er deine Religion angenommen hat, außer du wirst ihn zurückschicken zu uns. Denn ein Muslim, er flieht von Mekka, weil er dort geschlagen und gequält wird und alles und getötet sogar. Er flieht mit seiner Religion nach Medina. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam muss ihn zurückschicken nach Mekka. Was würden die Khawarij jetzt sagen, Bruder? Wirklich, was würden die sagen? Die hätten Tekfir auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam akzeptiert diese Anforderung. Und noch was, er macht nicht Halt hier. Und wenn jemand von dir flieht zu uns nach Mekka, wir müssen ihn nicht zurückschicken. Bruder, das ist Religion. Religion ist nicht deine Emotionen und deine Neigungen und deine Gelüsten, was du hast. Religion ist قال الله قال رسول الله وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Das ist Religion, Bruder. Deswegen man muss sich von all diese Sachen der vorislamischen Zeit reinigen. Reinigen und sich lossagen. Die Religion wird sich nicht deine Gelüsten biegen, mein Lieber. Nein, du musst dich biegen der Religion. Du bist Diener. Du bist Diener Allahs. Du wirst befragt. Du wirst zur Verantwortung gezogen. Nicht du fragst. Denn Allah wird nicht gefragt, was er tut. So, wenn jemand von Mekka flieht, er ist Muslim, nach Medina, er schafft so knapp mit seinem Leben und seiner Religion nach Medina zu fliehen. Nein, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam muss ihn zurück nach Mekka schicken. Und wenn ein Mediner Medina verlässt, so brauchen die Qurayshiten ihn nicht zurückzuschicken. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam akzeptiert diese Anforderung. Sahaba sagen, subhanallah, kayfa yuraddu ila al-mushrikin wa qad jaa musliman. Subhanallah, wie soll er zu den Mushrikun zurückgeschickt werden, wodurch er als Muslim zu uns gekommen ist? Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen: Wer diese Sache sich geduldet, auch wenn er zurückgeschickt wird, Allah wird ihm eine Eröffnung schaffen. Eine von seiner Angelegenheit, min emrihi, yani, farajun, eine Errettung, Erlösung von seinen Schwierigkeiten. Und wenn jemand von uns zu ihnen geht, flieht, la khayra fihi. Es gibt nichts Gutes in dem, in diesem Mann, in dieser Person, der sowas tut, dass er die Medina verlässt, wo die Sahaba, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist, unter die Sahaba ridwanullahi alaihim, und geht zu den Mushrikun, la khayra fihi. Es gibt nichts Gutes, nichts Gutes in ihm. Während sie diese Sache sprachen, dass wenn jemand von Mekka zu dir kommt, musst du ihn zurückschicken, und wenn jemand von Medina zu uns kommt, wir brauchen ihn nicht zurückzuschicken, kam Abu Jandal radiallahu an. Abu Jandal ibn Suhail. Abu Jandal war Sohn von diesem Suhail ibn Amr, der gerade in diese Verhandler war mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Als Suhail sein eigener Sohn sah und er wusste, dass er konvertiert ist zum Islam, er sagte zu ihm: Ja, Mohammed, das ist der Erste, wo du ihn nach Hause schickst. Das ist der Erste, wo du ihn nach Hause schicken wirst. Schau die Prüfung. Yani, kam gleich die Prüfung. Und Abu Jandal wurde stark gequält in Mekka. Stark unterdrückt von den Mushrikun. Und dieser Suhail sagt, das ist der Erste, wo du ihn nach Hause schickst, ist nach Mekka. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Wir haben noch nicht mal den Vertrag unterschrieben, unterzeichnet. So mache mir eine Ausnahme. Und der Gesandte sagt: Yatlub minhu istithna. Eine Ausnahme, dass er ihn behalten kann. Wir haben nicht mal diesen Vertrag unterschrieben. Es sind zwar die Punkte des Vertrages, des Abkommens niedergeschrieben, aber ist noch nicht unterschrieben. Dieses Suhail sagte: Nein, sonst gehe ich.
sonst gehe ich. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Abu Jandal, geh zurück. Und wie die letzte Woche jemand sagte zu uns, mein Bruder aus Jemen ist nach Saudi-Arabien gegangen und wurde dann nicht ihm eine Niederlassungsbewilligung ermöglicht. Und diese von Jemen hat bestimmt nicht die Situation von Abu Jandal. Weil viele sagen, ja, die Syrer, die Flüchtlinge aus Syrien, wieso nehmen sie nicht Saudi-Arabien auf? Und dann wollen sie dadurch Saudi-Arabien schlecht machen. In Wirklichkeit, Saudi-Arabien hat Millionen von Flüchtlingen genommen. Von Syrern und Burmas und weiteren und weiteren. Jedoch, Saudi-Arabien erzählt das nicht im Fernsehen und in der Zeitungen. Sie tun es und keiner weiß es. Denn sie erhoffen dabei die Belohnung bei Allah. Nicht, dass die Menschen sie hoch loben und so weiter. Und auch, wenn sie sehen, ein Nutzen, dass er zurückgeschickt wird. Aus welchen Gründen? Vielleicht haben sie Vertrag mit jenen Ländern. Wie der Gesandte kam Abu Jandal, Bruder, geflohen von Mekka. Er wurde gerade gequält und geschlagen und alles Mögliche gemacht. Er flieht mit seiner letzten Kraft zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und der Gesandte sagt, jetzt musst du zurückgehen. Abu Jandal sagte, o ihr Muslime, ich bin ja in Schwierigkeiten entkommen von den Muschrikin und jetzt wollt ihr mich zurückschicken. Dies war ein schmerzhafter Anblick für die Sahaba, radhiyallahu anhum, und noch größer für wen? Für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ja, auch der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja, Abu Jandal, isbir, sei geduldig. Yani, wenn jemand diese Sache, diese Ansprache bekommt, isbir, sag, was kann ich damit anfangen? So, ich will Geld haben, die Ikhwani sagen, ich will Essen, ein fettes Kuh hier bringen und so, Kamel bringt und so weiter. Isbir, was soll ich isbir? Nein, der Gesandte sagt, isbir aber Jandal. Denn Allah wird dir eine Erlösung geben von deiner Angelegenheit. Und tatsächlich geschah es auch so. So wurde diese Sache abgeschlossen, dieses Vertrag. Wurde diese Sache abgeschlossen, der Vertrag. Dann Umar al-Faruq radiallahu an. Ihm ja nicht schmerzte diese Sache. Dieses ganze Abkommen. Und er ging zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, bist du nicht etwa der Prophet Allahs? Der Gesandte sagte, ja, sicherlich. Dann sagte Umar, sind wir nicht auf der Wahrheit und die Mushrikun, unsere Feinde, auf der Falschheit? Der Gesandte sagte, ja, sicherlich. Dann sagte Umar, dann wieso sollen wir uns erniedrigen in unserer Religion? Hier sagte der Gesandte, ich bin der Gesandte Allahs. Ich widersetze mich nicht mein Herr. Und er ist mein Verhelfer. Und er ist mein Verhelfer. Dann sagte der Umar radiallahu an, ja Rasulallah, du hast uns berichtet, dass wir die Umrah vollziehen werden. Weil diese Hudaybiyah, es ist nicht aus nichts gekommen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er sah im Traum, wie er mit seiner Gefährtin die Umrah vollziehen wird. Und somit veranlasst er von Medina, dass sie losgehen, ja nicht nach Mekka. Das war der Grund war für Hudaybiyah, all diese ganzen Geschehnisse. Der Traum des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und wir wissen, die Träume sind Offenbarungen. Umar sprach hier an, dieses Traum, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ihnen berichtete, wir werden die Umrah vollziehen. Und der Tawaf beim Hause Allahs. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, habe ich euch gesagt, es wird dieses Jahr geschehen? Und der Gesandte sagt, wir werden die Umrah vollziehen. Aber sagte nicht dieses Jahr. Das heißt, wie Sheikh Arafat Hafizahullah sagte, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Jedoch diese Sache, dieser Traum wird sich ja nicht bewahrheiten. Dann Umar al-Faruq radiallahu an ging zum Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an und sagte ihm dieselben Sachen. Sind wir nicht etwa auf der Wahrheit? Ist er nicht etwa auf der Gesandte Allahs? Und so weiter. Abu Bakr, radiallahu an, war nicht dabei, während Umar, radiallahu an, dieses Gespräch am Anfang mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, führte. Abu Bakr, radiallahu an, sagte, Eyyuha Rajul,
Und ohne Zweifel, wenn Omar radiallahu anhu nicht diese Sache verdient, dann wer sonst, Bruder? Eyyuhar Rajul. Ein Mann, der wahre Männlichkeit besitzt. Omar al-Faruq radiallahu anhu. Innahu Rasulullah. Wa leise ya'si rabbahu. Wa huwa nasiru. Wahrlich. Er ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs. Und er widersetzt sich nicht sein Herr. Und er wird ihn verhelfen. Schaut, Sheikh Arafat Hafizahullah sagte, hier übereinstimmten sich die Wörter von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu mit jenen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies zeigt ohne Zweifel die Vorzüglichkeit von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und Umar al-Faruq übrigens radiallahu anhu, er sagte, wegen seiner Vorgehensweise mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in diesem Zusammenhang und mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, hat er viele Qurubat, viele, viele gute Taten dann vollbracht, in der Hoffnung, dass diese Sache ihm verziehen wird. Und schaut, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Dann, als die Sache wenn zu Ende war, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, befahl den Sahabas, Ridwanullahi alayhim, die Opfertiere zu schlachten und ihre Haare zu schneiden. Und hier dabei machte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch Dua, später jedoch, Allahumma irham al-muhalliqin. Die Sahaba, ja Rasulallah, wal-muqassirin, Allahumma irham al-muhalliqin, wal-muqassirin, ja Rasulallah, wal-muqassirin, die Thalitha. Yani der Gesandte sallallahu alaihi wasallam machte Dua für jene, dass Allah sich ihnen erbarmt, die yani ihre Haare komplett rasieren. Und in der letzten Mal macht er Dua für jenen, die ihre Haare bei der Umrah bzw. der Hajj kürzen. Denn leider, meine Lieben, diese Vorzüglichkeit entgeht vielen unseren Brüdern. Weil wenn sie die Umrah kommen und vielleicht das ist die Umratul Islam, Bruder, für ihn, er schämt sich dann in diesen Ländern hier so mit einer Glatze aufzutreten. Und dann macht er so einen kurzen Schnitt vom Haaren, so ein bisschen da, ein bisschen so, überall, also muss schon vom ganzen Kopf, aber ganz kurz so. Bruder, diese Vorzüglichkeit darfst du dir nicht entgehen. Vor allem, wenn dies die Umratul Islam ist, deine erste Pflicht-Umrah. Und man sollte eigentlich jedes Mal tun, dass man zu diesem Hadith nicht dazu gehört. Dieser, der Gesandte, hat gesagt, Allahumma irham al-muhalliqin. Und die Sahaba fragt in diesem Moment, wollen Muqassirin, diejenigen, die kürzen? Der Gesandte macht wieder Dua für dich, für diejenigen, die Haare ganz wegnehmen. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihnen befahl, yani, die Tiere zu schlachten und die Haare yani, zu rasieren, keine der Sahaba, Ridwanullahi alaihim, getraute sich aufzustehen. Niemand stand auf, dies zu tun. Und dies wiederholte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dreimal. Dreimal. Steht auf, schlachtet eure Tiere und schneidet eure Haare. Keiner stand auf. Ganz ungewöhnliche Situation. Sheikh Arafat Hafizahullah sagt, mag sein, dass die Sahaba erwarteten, dass Offenbarung kommt und die Sache sich änderte. Jedoch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ging im Zelt von Ummi Salama radiallahu anha. Diese scharfsinnige, edle Frau Ummu Salama radiallahu anha. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in ihrem Zelt war, und die war seine Ehegattin, berichtete ihr, was draußen geschehen ist. Ummu Salama radiallahu anha von ihrer Scharfsinnigkeit sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, liebst du das? Liebst du, dass die Sahaba diese Sachen tun? Der Gesandte sagt, ja. Dann sagt Ummu Salama radiallahu anha, geh raus und sprich mit niemandem. Schlachte dein Tier selber und dann rufe dein Berber, dein Coiffeur, er soll dir die Haare schneiden. Dann werden die Sahaba dich folgen. Und es geschah so. Und schaut, wäre ja nicht die Frau, hätte die Frau nicht eine Stellung im Islam gehabt, Bruder. Das waren entscheidende Momente im Islam, Bruder. Es geht um gewaltige Ibadah, Bruder.
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört auf seine Ehegattin. Und die würde die Frau im Islam keinen Wert haben, keine Stellung, keine Position. Bruder, der Gesandte Mohammed Sayyidu waladi Adam, Bruder. Bruder, der Führer der Menschheit. Der Führer der Menschheit. Und er hört auf seine Ehegattin. Aber die Leute hier meinen mit Rechte der Frauen, wenn sie ein Vergnügungsobjekt geworden ist, dann hat sie diese Emanzipation bekommen. Wenn sie ein Vergnügungsobjekt, wenn irgendwelchen Schlagbohrmaschinen verkauft werden oder irgendwelchen diese großen Werkzeuge, die eigentlich zwei Männer braucht, sie zu tragen, wird eine Frau gezeigt. Das ist die Tatsache, Bruder. Man fragt sich manchmal, was hat diese Frau mit diesem Werkzeug zu tun? Nicht von Weitem und nicht von Nahe, aber eben dieses Objekt geworden. Und dann hat sie ihre Rechte bekommen. Ansonsten, ja, schaut, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hört auf seine Ehegattin Ummu Salama radiallahu anha, geht draußen und tut diese Sachen, diese zwei. Schlachten und die Haare schneiden. Als die Sahaba ridwanullahi alaihim dies gesehen haben, sie haben sich sofort beeilt, ihre Tiere zu schlachten und sich gegenseitig die Haare zu schneiden. Sich gegenseitig die Haare zu schneiden. Nachdem sie diese Sache gemacht haben, sie begaben sich in Richtung Medina zurück. Weißt du, wo war das Abkommen, dass die Muslime zurückgehen? Dass dieses Jahr kein Umrah vollzogen wird, nächstes Jahr steht euch zur Verfügung. Als sie in Medina waren, entfliehen, Abu Basir, radiallahu anhu, aus Mekka. Einer von den Sahaba, der konvertiert war zum Islam, der in Mekka stark unterdrückt wurde, er fliehte nach Medina. Floh nach Medina. Hinterher nach ihm kamen zwei Leute von den Quraysh. Sie sagten zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Abkommen. Wenn das Abkommen von den Shurut, dieses Abkommen ist, dass du jetzt ihn zurückschickst. Er entflieht von Mekka, Bruder, der damals Beledu Kufr war. Beledu Shirk. Er flieht zum Beledu Islam. Beledu Tawhid. Beledu Iman, Bruder. Beledu Ilm. Beledu Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Und wird ihm gesagt, geht zurück. Was würden die Khawarij sagen? Deswegen, diese Sache müsst ihr euch merken. Wenn du mit Khawarij debattierst, dann musst du diese Sachen erwähnen. Weil dann tust du sie eine Iltizam machen. Sonst muss hier der Gesandte sich urteilen mit Kufr und die Sahaba. Das ist, diese Sachen müsst ihr euch gut merken. Das sind, Bruder, Argumente, die keiner sich zurückweisen kann. Außer sein Verstand ist, Bruder, weg. Er hat keinen Verstand mehr, diese Person. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, schickt Abu Basir zurück nach Mekka mit diesen zwei Leuten. Als Abu Basir von ihnen geführt wurde in Richtung Mekka, in Dhul Hulayfa hielten sie an für eine Pause. Während sie in Dhul Hulayfa waren, sie nahmen ein paar Datteln zum Essen. Abu Basir saß mit ihnen. Er sagte zu einem von diesen zwei, dein Schwert scheint sehr gut zu sein. Der andere sagte, nicht der Besitzer dieses Schwertes, sein Freund, seine Gefährte, sagte, stimmt, ich habe ihn auch ausprobiert, ist wirklich ausgezeichnet. Aber was er sagte, darf ich ihn nicht antasten, so, oder? Sagt man antasten, so, schauen, wie das ist und so, ausprobieren, Baraklaufig. Er sagte, ja, selbstverständlich. Dann, als Abu Basir radiallahu anhu dieses Schwert in der Hand nahm, zerschlug dem einen seinen Kopf. Und flieht er wieder nach Medina. Flieht er wieder nach Medina, Bruder. Schau mal, diese Geschehnisse, Bruder. Flieht wieder nach Medina. Dieser Mann, hinter ihm gerannt, sagt, er hat meinen Freund getötet. Abu Basir sagte zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ja, Rasulallah, du hast deine Pflicht getan. Allah hat mich befreit von ihnen. Hier, du hast deinen Fisch getan. Allah hat mich befreit von ihnen. Als Abu Basir sah, dass der Gesandte ihn wieder mit diesem einen Mann zurückschicken wird,
ist geflohen auch von Medina. Und dann traf er sich in Saif al-Bahr, an diesem Ort mit Abu Jandal. Junud und min Junudillah, Bruder. Diese Männer. Er traf sich dort, denn sie waren weder in Mekka noch in Medina. Ein Zwischenort, Saif al-Bahr. Abu Jandal, Abu Basir, radiallahu anhu. Und weitere Sahabas, die Konvertierten und Muslime von Mekka, sie wussten, sie dürfen nicht mehr nach Medina gehen, weil sie waren zurückgeschickt. Das ist so das Abkommen. Also sie gingen zum Abu Jandal, radiallahu anhu, und zum Abu Basir, radiallahu anhu. Und so sammelte sich eine Gruppe der Sahaba. Und diese Gruppe der Sahaba, jedes Mal, wenn die kureschitischen Karawanen Richtung Scham gehen wollten, sie griffen sie an. Und irgendwann, die Kureschiten hatten so Angst von ihnen, sie schickten den Propheten einen Brief. Nimm diese Leute zu dir, sie sind frei von uns. Mit anderen Wörtern, wir sagen uns los von diesem Punkt im Vertrag. Denn sie machten ihnen Probleme. Und so Allah schaffte ihnen die Erlösung von ihrer Situation. Jetzt zum Schluss eben die Punkte von Shurut, von Sulh al-Hudaybiyah, etwa die wichtigsten, die sieben. Erste Schritt ist, dass die Muslime dieses Jahr, im Jahre 6, zurückgehen nach Medina und nicht Mekka betreten. Zweiter Schritt ist, die Umrah von ihnen wird nächstes Jahr vollzogen. Und sie dürfen Mekka 3 Tage verbleiben, wenn sie verweilen. Und sie werden drittens, sie dürfen keine Waffen tragen, wenn sie Mekka betreten. Viertens, wenn jemand von den Mekkanern nach Medina flieht, er muss zurückgeschickt werden nach Mekka. Und wenn jemand von Medina nach Mekka flieht, sie brauchen ihn nicht zurückzuschicken zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fünfter Punkt, wer von den anderen Qabail, von den arabischen Qabail, will unter dem Abkommen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehen oder die andere unter dem Abkommen des Qurayshiten gehen, kann er machen. Denn es kommt ein Stamm, der nicht von den Quraysh ist und nicht auch von Medina, von Ansar mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und der will Hilfe, sich anschließen, dass für ihn auch dieses Abkommen gilt, so kann er tun. Wer will zu den Qurayshiten und wer will zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und für ihn gelten dann dieselben Regeln. Sechstens, dass keine Kämpfe zwischen den Seiten finden. Nicht nur eine Ghazawat oder so, auch keine kleinen Kämpfe, irgendwas. Das ist nichts in dieser Art, was geschieht. Und siebtens ist, dieser Vertrag, dieses Abkommen soll 10 Jahre gültig sein. 10 Jahre gültig sein. Bismillahi ta'ala. Wir beenden jetzt hier der Sulh, die Umrah al-Hudaybiyah. Und nächste Woche werden bismillahi ta'ala weiter hier anknüpfen, wo wir stehen geblieben sind. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.